Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 hier vorne. Moment. Nein! Zurück! Halt! Musst du kurz sein? Die Typen umzurempeln bringt jede Menge Kohle, wie man gesehen hat. 1500, nicht schlecht. Wenn man sie tötet, wird man allerdings sofort gesucht auf Maximum gestellt. Ich weiß nicht, wie sie wir wegmachen. So. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir beginnen unsere nächste Mission. Signore. Ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Geht klar, leb wohl, Francesco. Ja. Also, wir sollen ihn finden und töten. Mal sehen. Oh, es ist Nacht. Schön. Ja, das letzte Mal haben wir den Mord an... wie hieß er jetzt? Medici hier, scheiße, wie war sein Vorname? Hey, was war das denn? Lorenzo de Medici, oh, jetzt habe ich wieder, was war denn das jetzt? Vereitelt, also wir haben verhindert, dass Francesco de Pazzi ihn tötet. Und jetzt, da unten kloppen sich irgendwo Wachen, wie mir scheint. Ah ja, da. Ganz toll, mir egal. Wir müssen zum Palazzo della Signoria. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Wie ist der so? Ich sehe auf der Karte da so einen gelben Punkt. Da müssen wir hin. Ja, komm jetzt zu. Och, was war das denn jetzt? Klettern mal schneller. Ach ja, genau. Palazzo della Signoria. Ja, das war das, der Knast, wo unser Vater auch damals festgehalten wurde. Ich erinnere mich an den Namen. Die Frage, wie kommt man da am besten hin? Hm, da ist er ja schon. So, und da auf dem Dach scheint auch der Missionsbeginn zu sein. Ich glaube, ich muss runter, oder? Ja, ich muss runter. Schade. Okay. Den Sprung packt er nicht. Schade. Wäre einfacher gewesen. Jetzt kann ich wohl... Ja. Echt schön, dass man einfach überall hoch kann. Ja, das macht das ganze Spiel natürlich... Macht da hauptsächlich den Reiz des Spiels aus und... Ja, so wird's nicht. Schade. Ich dachte, man könnte jetzt hier auch so rumklettern mit den Klingen. Aber kann man nicht. Da kloppen sie sich alle ganz toll die Köpfe ein. Und dort oben. Du schon wieder! Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Dort oben haben wir Francesco de Pazzi und ich glaube nicht, dass deine Männer so schnell hier aufs Dach kommen, wo ich gerade rumstehe. Naja, rumstehe wohl nicht. Ich laufe ja schon. So, das letzte Mal, dass wir hier in den Knast eingebrochen sind, wollten wir unseren Vater rausholen. Diesmal wollen wir allerdings nur rein, um jemanden zu töten. Double Kill. Oh, scheiße. Komm her. So, das ging schnell. Sehr schön. Der Typ war ganz oben, glaube ich. Und das sieht aus wie ein Leiter. Also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Halte ein. Du verzögerst nur dein unausweichliches und schmerzhaftes Leben. Das bleibt. Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Okay. Er flieht, also verfolgen wir ihn mal. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Toll. Glückwunsch, Ezio. Das war schon fast intelligent. Was ein Idiot. Ah, ja, gut. Verfolgen und eliminieren. Geht doch. Mann. Dass er erst die beiden Zivilisten tötet. Was soll der Scheiß? Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Ja, da war der Satz wieder. Wir werden ihn noch ein paar Mal öfters hören, vermutlich. Libertà! Popolo e libertà! Libertà! Libertà!
Francesco! Ja, so sieht's aus. Ja, das war's. Francesco ist tot. Sag's auch, ne, Ezio? Dir fehlen ein paar Wurfmesser. Wann habe ich denn die benutzt? Und das war schon Sequenz 4? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, die geht noch weiter. Aber okay, dann kommen wir schon in Sequenz 5? Wow, das geht gerade schnell. Das geht gerade sehr schnell. Aber gut, dann ist das eben so. Wisst ihr, was mir jetzt wieder auffällt? Richtig, keine Stoppuhr. Ich habe nicht mal eine hier. Hm. Ja, toll. Ich würde sagen, das waren 5 Minuten. Mehr kann das eigentlich nicht gewesen sein. Gut. Okay. Ah, sehr schön. Hier sind wir. Auf dieser Brücke begann damals das Spiel. Also, zumindest der Teil mit Ezio. Und hier haben wir jetzt auch wieder unseren Freund Lorenzo. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. So begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo De Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Codex-Seite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco De Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Gut. So, ja. Ich weiß nicht, die nächste Mission dürfte auch schon bei Leonardo sein. Selbst wenn nicht, möchte ich jetzt dahin, denn diese Codex-Seite. Oh. Jacopo De Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de' Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bagnone, bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Ja,
Schön. Diese Videos sind eigentlich ganz nett. Ich habe sie mir, glaube ich, echt noch nie angeguckt, weil ich mich für die Datenbank immer zu wenig interessiert habe. Wir können ja gerade mal sehen, hier, Roberto Alberti tot, Vieri de Pazzi tot, Francesco de Pazzi tot. Bleiben noch ein paar über, die da oben sind. Und dort unten haben wir noch einen, den wir nicht kennen, hier in der Mitte, Rodrigo Borgia. Gut, da unten venezianisch, tja, wer das ist, weiß ich gerade selber nicht. selbst wenn, ist noch nicht von Bedeutung. So. Warum sollte ein Affenbiss sowas hervorbringen? Und seit wann beißen Affen eigentlich einfach so? Ich hätte erwartet, dass Affen vielleicht auch eher zuschlagen. Ah, ich könnte ja mal... Hopp, genau da lang. So, wir klettern über eine Kirche. Ob das legal ist? Ich bin mir ja nicht so sicher. Ach, jetzt sehe ich, wo wir gerade gelandet sind, in unserem alten Haus. Schön. Von dort aus zu Leonardo finden dürfte nicht so schwer sein. Das war immer weiter hier die Straße runter. Au, 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 scheiße. So was ich gedacht. Aber gut, es passt ja offenbar auch. Die Wachen stehen mir im Weg. Ja, hier sind wir richtig. Mal sehen. Das müsste... Ja, ich glaube, ich weiß, was es war. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Gift. Genau. Mal sehen. Die Klingen sehen genauso aus wie vorher. Jetzt haben wir nur hier die Giftklinge. Lass mal sehen. Ja, ist keine Klinge, sondern mehr so eine Art Stachel nur. Haben wir gerade mal irgendwo eine Wache, wo ich es ausprobieren bzw. eher demonstrieren kann? Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die Ex-Abrennen. Hier läuft da irgendwo eine Wache rum, habe ich gesehen. Ja? Ich gehe ja schon aus dem Weg, ja? So, der ist jetzt vergiftet. Der dreht jetzt so nach und nach durch. Es fällt auf, dass das Gift sehr langsam wirkt. Man sieht, die übrigens könnte es sein, dass sie dabei ihre Waffen auch ziehen und dann... Also ja, hier, der eine zieht sein Schwert. Schlägt um sich. Wenn er aber seine eigenen Leute trifft, sind die auch sofort tot. Die Bürger tötet er offenbar auch gerade. Also das Gift hier wirkt langsam. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es das in diesem Spiel auch gibt, gibt es auch schnell wirkendes Gift. Jedenfalls eigentlich ganz interessant, die Giftklinge. Wenn man die so ein bisschen unauffälliger töten will, die Wachen. Tja, gibt es da irgendwas zu sagen? Nö, ich werde sie wahrscheinlich nicht groß benutzen. Ich bin einfach kein großer Fan der Giftklinge. Weg da, ihr steht mir alle im Weg. Mir fällt gerade ein, ich renne natürlich mal wieder einfach so in die Richtung, aber gibt es nicht einen schnelleren Weg? da hinten. Natürlich gibt es einen schnelleren, aber da bin ich längst weggerannt.
Das ist ja mal doof. Das ist ja mal richtig doof. Das hier. Auftragsattentat. Schön. Ich glaube, ich renne mal zu diesem Aussichtspunkt. Ja. Wenn man so eine Scheiße macht, wie wenn einfach mal losrennt, dann kann es durchaus passieren, dass ich jetzt einen Umweg gehen muss. Ich hoffe mal, dass ich hier... dass ich am Aussichtspunkt das finde, was ich hoffe zu finden, nämlich eine Schnellreisestation. Der Aussichtspunkt ist denn... Wo ist er? Au, das tut weh. Nein, zurück! Halt! Oh, die Idioten sind schnell. Lass ab von mir, Mistkerl! Wache! Ich habe jetzt echt keine Lust, dich umzubringen, weil das würde bedeuten, dass ich dann gesucht bin. Ich hab... Doch, ich hab's noch. Verabscheuungswürdiger! Zieh Leine! Ist ja gut, es lohnt sich gar nicht, den so weit zu verfolgen. Aber Ezio, was tust du denn? Der springt echt überall runter. Ich wollte nicht da runter, Ezio. Ich verplempere gerade übrigens irgendwie ziemlich viel Zeit. Ach, was soll's. Was auch immer der Idiot da plötzlich will, hinter mir. Mir auch egal. Diese Kuriere oder was das ja sein soll. Rennen auch über die Dächer, nur die dürfen das aus irgendeinem Grund. Das war nicht so schlau. Aber ich gehe ja irgendwie hier immer mit dem Kopf durch die Wand. Da ist der Aussichtspunkt. Gefunden. Hoch da. Dumm, dumm, die dumm. Dumm, 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 dumm. Ja, hier gibt es auf jeden Fall das, was ich. Also die Schnellreisestation irgendwo in der Nähe. Nur ist der Part wohl schon wieder vorbei. Das kann nicht sein. Habe ich mir jetzt gerade verguckt, oder? Naja, wenn man nicht weiß, wo man anfängt, ist natürlich schwierig. Muss schneller sein. So, ich will auf jeden Fall noch da zur nächsten Mission. 1500 bringen die, es ist richtig viel Schotter. Ja, Gio. Zu Monte Regioni Villa. Ich möchte nämlich gerade mal gucken, ob es neue Waffen gibt. Oh, stimmt ja, es gibt es ja jetzt auch schon. Unten auf der Karte ist eine Assassinengruft markiert. Die ist ab... Ja, die Auditore-Familiengruft steht da unten. Die werde ich auch irgendwann machen, allerdings erst Richtung Ende des Spiels, weil sich das... Ja, es lohnt sich vielleicht schon. Aber, ich möchte das jetzt noch nicht zeigen. Genau. Armschützer wäre eine Idee mit den Waffen. Ja, mit den Waffen arbeite ich ja nicht, ja sowieso nicht. Kleine Waffen, die könnten es natürlich bringen. Aber ich will lieber eine Rüstung, die bringt mir nämlich mehr Leben. Und dann gehe ich direkt auf Helmschmied. Armschützer. Brustschutz. Zu teuer. Und auch das zu teuer. Aber wir haben ja noch Geld in der Villa, das weiß ich genau. Und offenbar ist auch hier in der Villa irgendwo... die nächste Mission. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was wann passiert. Weg da, aus dem Weg. Ich bin Arzt oder sowas ähnliches. Tja. Ah ja, stimmt. Wir müssen wahrscheinlich zu unserem Onkel, damit der uns hilft, diese Idioten aufzuspüren, die wir umbringen sollen. Ich habe offen gestanden noch keine Ahnung, ob ich jetzt gerade den Party um 5 Minuten überziehe. Das kann sehr gut passieren, aber ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, deshalb ist es halt so. Ist ja meine eigene Blödheit irgendwo, ne? So, Rüstung. Ich hätte gerne die Helmschmied-Schulterteile. Ja, die bringen mehr. Sind natürlich auch teurer, aber was soll's. Lederarmschütze, die bringen mehr nichts. Kleine Waffen, Messer... Hab ich? Genau, ich hab den Dolch. Das Messer wird mehr bringen, aber... Nee. Wurfmesser habe ich voll. Sehr schön. So, jetzt haben wir zumindest mal eine etwas bessere Rüstung. Und wir haben noch ein kleines bisschen Geld über. Naja.
Jetzt gefällt mir auch die Armschützer besser. Wie gesagt, dieses komische Metallding, was da war, das gefiel mir irgendwie nicht. So. Ezio, haha! Komm rein, komm rein! Was bringt uns diese Ehre? Das erfahren wir erst beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.